wenn Sie jetzt noch Fragen haben, können Sie die sehr gern stellen. Wir haben hier, da ist er, mein Sklave. Nein, so schlimm ist nicht, so schlimm ist nicht. Auch das schneiden wir raus. Du musst dein Mikro ihm geben. Und ja, der Kollege hier vorne gleich. Ja, ja, ich habe eine ganz einfache Frage. Ich habe hart aber fair mitbekommen. Günther Beckstein hat gesagt, das Vorlegen dieses Fotos mit der blonden Frau sei ein Disziplinarvergehen. Ich frage mich, wie viel Disziplinarvergehen haben zu Ermittlungsverfahren geführt oder zumindest zu disziplinarischen Vorermittlungen? Ich kann es Ihnen gerne beantworten, wegen dieser Ermittlungsmethoden, die zu großen Teilen nachweislich rechtswidrig waren, hat sich überhaupt niemand verantworten müssen. Im Gegenteil, wurden die Verantwortlichen in höhere Positionen befördert. In der Regel sowohl der zuständige Oberstaatsanwalt wurde zum ständigen Vertreter des Generalstaatsanwalts, die Polizeibeamten sind aufgestiegen. Und was für meine Mandantinnen natürlich noch erschwerend hinzukommt, die hatten nicht mal den Anstand einzuräumen, sie hätten Fehler gemacht. Im Gegenteil, also meinten die Beamten, hinterher sei man ja immer schlauer und sie hätten alles Menschenmögliche getan und richtig gehandelt. Und, ja, die Taten sind ja überwiegend verjährt, sowohl disziplinarrechtlich als auch strafrechtlich. Also sonst hätten wir schon längst entsprechend gehandelt. Eine kleine Ergänzung nur dazu. Im Bundesamt für Verfassungsschutz gab es eine Anfrage der linken Bundestagsfraktion, inwieweit es denn im Bundesamt für Verfassungsschutz personelle Konsequenzen gegeben hat in der Abteilung für Rechtsextremismus nach dem Versagen, eben nach dem offenbar getretenen Versagen im Zusammenhang mit der NSU-Affäre. Die Antwort war, dass es mehrere Beförderungen gegeben hat. Es gab ein Disziplinarverfahren, das eingeleitet war, und ist aber eingestellt worden. Das richtete sich gegen den Referatsleiter, der die Aktion Konfetti, also die massenhafte Vernichtung von Akten ab dem 8. November angeordnet hatte. Das ist dann eingestellt worden. Der ist, glaube ich, sogar versetzt worden und hat aber hat keine Miesen gemacht. Er hat sich ja auch bewährt in der Abteilung, in der lageorientierten Sonderkommission, die ja die Ermittler angeblich unterstützen sollte. Aber weitere Fragen bitte. Meine Frage an Frau Marx, wenn ich Sie richtig verstanden habe, soll die Arbeit vom Untersuchungsausschuss öffentlich sein? Mir sagte Herr Bethke vom Bündnis für soziale Gerechtigkeit, wäre nicht öffentlich. Habe ich Sie da falsch verstanden oder ist er nicht richtig informiert worden bei der Donnerstag-Demo? Ja, also unsere Sitzungen sind in der Regel öffentlich. Also wir haben auch manchmal Beratungssitzungen, das geht aber nur eine halbe oder eine Stunde vor den öffentlichen Beweisaufnahmen. Dann kann es mal ganz seltene Fälle geben, wenn wir, was weiß ich, irgendeinen Verfassungsschutzmitarbeiter vernehmen, dass der irgendwie nicht in öffentlicher Sitzung vernehmen darf. Da haben wir ein spezielles System entwickelt, da haben die Leute dann ihr Gesicht nicht mehr gezeigt und dann haben wir eine Kamera aufgestellt in die andere Richtung, da konnte man sie immerhin noch hören. Aber das ist ein wichtiges Prinzip auch unserer Arbeit, öffentlich und regierungsfern, sag ich immer. Und unser nächster Sitzungstermin ist am 28.04., also jetzt im April, und es geht um 10 Uhr mit der Beweisaufnahme los, der Öffentlichen. Wenn Sie sich da am Landtagshaupteingang einfinden und sich eine Gästekarte geben lassen, dann können Sie sich bei uns dazusetzen und schauen, was wir machen. Das ist uns wichtig, dass wir genau sozusagen, um Aufklärung von Geheimniskrämerei zu betreiben, hier nicht geheim arbeiten. Und das ist ja auch aberwitzig, das ist ja vorhin von Hajo gesagt worden in seinem Vortrag, wenn der Jerzy Montag aufklären soll und sein ganzer Bericht wird dann quasi als geheim eingestuft. Deswegen habe ich auch gesagt, also wegen mir machen wir gar keine geheimen Vernehmungen, weil was habe ich von einer geheimen Vernehmung und einem geheimen Bericht, den ich hinterher in einen geheimen Schrank einschließe, da kann ich meine Lebenszeit auch anders verwerten. Ich sehe Mitarbeiter des Ausschusses lächeln, seht ihr auch so. Und deswegen öffentlich in der Regel. Mein Name ist Hans-Jürgen Zentara, ich bin Ortsteilbürgermeister am Erfurter Herrenberg. Dort habe ich zwei Veranstaltungsräume der NPD,
die Kamdeck-Klause und jetzt neuerdings auch die alte DDR-Kaufhalle, wo sie sich breit gemacht haben. Und ich habe noch ein Phänomen bei mir, in der Harbergstraße, den Verfassungsschutz. Also ich habe alles bei mir in der Nähe und die NPD ist von einer Seite näher zum Verfassungsschutz jetzt gerückt, weil die Kaufhalle näher zur Harbergstraße steht. Jetzt habe ich meine Frage nicht an Sie, sondern ans Publikum. Ist hier jemand vom Verfassungsschutz? Weil ich habe das jetzt mit Absicht gemacht. Wir machen Veranstaltungen anderer Art, dann laden wir auch Leute ein, über die wir reden. Das ist auch so ein Phänomen, was mir Angst macht. Es macht mir echt Angst. Wir stellen die Frage immer, war die DDR ein Rechtsstaat? Die Frage ist berechtigt. Aber dann muss ich moralisch auch ein Rechtsstaat sein. Und das, was ich heute hier gehört habe, zum Beispiel der Gründer des Verfassungsschutzes der Bundesrepublik Deutschland, war ein Herr Gehlen, der ist in Erfurt geboren. Ein Phänomen nur nebenbei. Und der war im Geheimdienst unter Adolf Hitler. So, und das ist eine ganz gefährliche Geschichte, die hier abgeht. Und deswegen möchte ich, dass ihr wenigstens, wenn ihr das nächste Mal eine Veranstaltung dazu macht, Herr Pasch, machen Sie mal eine Anfrage beim Verfassungsschutz. Wir laden mit ein, es geht über euch, ob jemand kommt. Das wäre doch mal eine lustige Geschichte, die sich, man müsste es machen einfach mal. Er wird aber voll, aber noch voller. Ist ja schon voll. Aber es ist garantiert einer hier. Ja. Ich möchte wetten. Na, ist doch gut so. Und wer da ist, kann sich nachher bei mir melden, wenn er sich hier nicht traut. Kleiner Scherz am Rand, aber es ist verdammt traurig alles. Aber ich fand es gut, was Sie hier berichten. Das müssten wir viel öfter machen. Und Frau Marx, vielen Dank für Ihre Mühen, die Sie im Land Thüringen haben. Ich kann ja verstehen, dass der Günther Beckstein im Fernsehen so groß rumtönt, wenn die Verfahren inzwischen alle nicht mehr verfolgbar sind, weil diese Disziplinarvergehen verjährt sind. Aber ich denke, wir haben doch in Thüringen eine etwas andere Landesregierung und da dürfte man doch dann vielleicht auch eine andere Art der öffentlichen Untersuchung mit möglicherweise wirklichen Ergebnissen erwarten dürfen. Also es ist doch nicht nur Aufgabe eines Landtagsuntersuchungsausschusses, sondern eine wichtige Aufgabe des zuständigen Ministers für Klarheit und Reinheit seines Hauses zu sorgen. Und da frage ich mich, gibt es da Ergebnisse außer Beförderungen? Ich vermute eher leider nein. Aber ich bin gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen. Zumindest mal, dass ein Versuch unternommen wurde. Außerdem, ich bin Jurist und wenn ich manches höre, insbesondere die 35 Verfahren, die nicht fortgeführt wurden oder erst gar nicht zu einer Anklage geführt haben, da gibt es doch eine Strafverfolgungspflicht der zuständigen Behörden, sei es der Polizei als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft, als auch der Staatsanwaltschaften. Da müsste man doch einmal nachfragen, haben sich die Personen wirklich nicht strafbar gemacht, weil sie ihre Amtspflichten bewusst nicht wahrgenommen haben? Das müsste doch mal untersucht werden. Und dann wäre vielleicht doch noch mal eine kleine Anleihe bei anderen Staaten, die ein funktionierendes Rechtssystem haben. Ich denke zum Beispiel an die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort gibt es die Figur des Sonderermittlers. Der kann sogar dazu führen, dass er den gegenwärtigen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu einer Anklage und zu einem Amtsenthebungsverfahren bringt. Das sind alles Möglichkeiten, die man hat. Man muss sie nur wollen. Wahrnehmen wollen. Okay. Dankeschön. Danke. Weitere Fragen? Ja, genau. Ja, also erstmal vielen Dank für die Ausführung. Also mich interessiert eigentlich die Frage, wie man den NSU verstehen kann. Weil, also auch die Frage, hätte man die drei vorzeitig gefasst, ob dann auch gar kein Mord zustande gekommen wäre. Das
diese Frage bewegt mich. Also waren das die drei Mörder von den ganzen Mordfällen? Und dann noch die Frage, weil 2012 ist ein junger Mensch in Berlin getötet worden, Burak Bektaş. Und es gibt eine Initiative, die sich Initiative Burak B nennt. Und die, weil da auch kein Täter gefasst oder keine Täterin gefasst wurde, die Frage halt stellen, ob das auch im Kontext vom NSU zu betrachten ist. Und deswegen bewegt mich die Frage, also wie können wir das Ganze verstehen? Waren das wirklich die drei Mörder? Das finde ich eine sehr gute Frage, denn das ist natürlich vielleicht auch so wieder diese Tendenz, dass wir es uns so gerne einfach machen wollen. Ne? Also jahrelang haben wir die Täter woanders gesucht, das sollten die Fremden sein, die haben ganz wenig mit uns zu tun. Und als das Schrecken dann offenbar wurde, sollen es nur die drei sein. Und wenn man die zwei sind schon tot und eine ist noch da und die will man noch zur Strecke bringen. Und ich sage mal, das klappt schon nicht, deswegen nicht mit den dreien, weil ja da fünf auf der Anklagebank sitzen. Und wir auch noch von anderen Namen hören. Und in der Tat... ja, da kann Javus vielleicht noch viel mehr dazu sagen. Wir haben ja auch die besondere Situation, dass zum Beispiel DNA-Spuren von diesen Beschuldigten, das sage ich jetzt mal so, von dem sogenannten Trio gar nicht gefunden wurden an diesen Tatorten. Oder doch? Und dass wir deswegen auch immer, und dass wir Beschreibungen haben, zum Beispiel beim Mordfall Kiesewetter über Leute, die dort gesehen worden sind, blutverschmiert, die eben nicht so aussahen wie Mundlos oder Bönhardt, und dass wir deswegen schon immer weiter danach suchen müssen, wo sind noch nicht nur Unterstützer, sondern auch weitere Mittäter, denn das Grauen ist unter uns. Ne? Und das wissen wir ja auch aus dem Thüringen-Monitor, auch mit der Affinität oder der Anfälligkeit für rechtsradikale Einstellungen, mit den Leuten, die wir hier in Erfurt dann auf dem Domplatz antreffen müssen, auf der falschen Seite. Das erschreckt uns, das möchten wir nicht gerne sehen. Wir freuen uns, dass es jetzt weniger wird, aber die sitzen immer noch da und denken dann vielleicht in ihrem stillen Kämmerchen immer noch so. Und das ist dann, erfordert in der Tat mehr Arbeit, um solche Mordtaten nicht nur aufzuklären, sondern auch künftig zu verhindern. Also wir können also nach 270 Tagen Beweisaufnahme zwischenzeitlich davon ausgehen, dass Mundlos und Bönhardt und auch Zschäpe an den allermeisten Mordtaten definitiv beteiligt gewesen sind. Wir haben ja bei den ersten 9 Mordtaten die Verwendung derselben Tatwaffe. Und ich denke, also wir haben eine Vielzahl von Indizien, wir haben Zeugenaussagen, wir haben Videoaufnahmen der Täter. Also wir können sicher sein, Mundlos und Bönhardt waren keine Unschuldslämmer, die waren an den Morden beteiligt, mit Sicherheit, aber vieles spricht auch dafür, dass sie nicht alleine handelten. So wurde zum Beispiel jetzt viele Jahre später ein junger Mann in Chemnitz, also aufgespürt, dessen Akten zum Teil schon vernichtet worden waren, der wurde Opfer eines versuchten Mordes, der wurde nach einem Banküberfall von möglicherweise Mundlos oder Bönhardt fast also angeschossen. Und also er hat berichtet, dass eine dritte männliche Person mit den beiden aus der Bank rannte. Und diese dritte männliche Person war von also ganz anderer körperlicher Statur. Und wir haben in Heilbronn zum Beispiel mehrere Zeugen, die unabhängig voneinander berichten, dass unmittelbar nach der Tat mehrere Personen, zum Teil mit blutverschmierten Händen und Armen, mit blutverschmierter Kleidung, vom Tatort wegrennen. In unterschiedliche Richtungen zum Teil. Und wir haben dazu 7, 8 Zeugen etwa, die derartiges aussagen. Und von diesen Personen sieht tatsächlich niemand aus wie Mundlos oder Bönhardt. Wir wissen aber, dass die auch in Tatortnähe höchstwahrscheinlich sich befunden haben damals. Das Wohnmobil, das kurz vorher in Zwickau war, wurde also dort im Rahmen der Ring-Alarmfahndung zum Beispiel aufgezeichnet. Aber wer die anderen Personen sind, also danach dürfen wir gar nicht fragen. So wenig, wie wir nach Ralf Marschner fragen durften. Wir durften auch nach Thomas Richter, nach Corelli nicht fragen. Und der ist ja zwischenzeitlich verstorben an unerkannter Diabetes. Also wenn die Zeit nur lange genug dauert, dann wird es wahrscheinlich keine frei rumlaufenden Mittäter mehr geben. Aber ich gehe sicher davon aus, dass es noch weitere Personen gibt, die den NSU unterstützt haben oder ihm angehört haben. Ja, im Fall Kiesewetter kommt noch hinzu, dass man an der
an der Leiche und auch an dem schwer verletzten Polizisten, der ja offenbar auch sterben sollte, der durch ein Wunder überlebt hat, ich glaube, von 6 verschiedenen Personen DNA-Spuren gefunden hat, die man also bis heute nicht zuordnen kann, aber auf keinen Fall hat man eben DNA-Spuren von Mundlos und Böhnhardt gefunden und auch nicht von Schäpe, was deshalb seltsam ist, weil ja mit äußerster Gewaltanstrengung, das ist sogar in der Anklageschrift, ist sogar, zeige wieder nicht aufgepasst, wie die Kilopond oder was weiß ich, jedenfalls welcher Druck aufgewandt werden musste, welche Kraft aufgewandt werden musste, um dieses Holz da abzureißen, was sie da nämlich gemacht haben. Und wenn jemand sich so an einem Körper zu schaffen macht, der Uniform trägt, da muss man einfach DNA-Spuren hinterlassen. Und es sind auch DNA-Spuren gefunden worden, aber eben nicht von Mundlos und Böhnhardt. Und deswegen kann man eigentlich nicht, es gibt eigentlich keinen Beweis dafür, dass sie am Tatort waren. Das muss man schon mal sagen. Sie sind in der Nähe des Tatorts. Ist ihr Fahrzeug gesehen worden? Ob sie drin sitzen, wusste man auch nicht. Also da gibt es noch gerade im Fall Kiesewetter, nebenbei gesagt, sehen das inzwischen auch die Ermittler so, gibt es noch sehr viele Dinge, die da nicht passen. Und man glaubt dann aber trotzdem, dass man die Sache jetzt irgendwie zu Ende bringt, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wird man wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ermitteln. Aber man macht das auch nicht mit dem Werf, der da eigentlich notwendig wäre, finde ich, bei so einem Fall wie dem Mord, dem geplanten Doppelmord an den beiden Polizisten. So, nächste Frage. Ja, wer war jetzt zuerst? Der da. Ja. Ach so, wir haben hinten eine nächste Frage. Ich dachte, es war eine Meinungsäußerung. Nein, das ist ja noch eine berechtigte Frage natürlich. Also viele von denen, die in einem sehr zwielichtigen Licht dastehen, die sind inzwischen aus dem Amt geschieden, aber eben meistens aufgrund von Alterspensionserreichung und eben nicht mit dem Fußtritt, den man sich vielleicht wünschen würde. Das ist schon ein bisschen traurig. Und wir sind aber da auch alle aufgerufen und wir müssen uns auch als Ausschuss jetzt mal Gedanken machen, denn es ist jetzt das Jahr 2016 und nach der Entdeckung des NSU, das ist eigentlich die schlimmste Erkenntnis, das heißt nicht die schlimmste, da kann man schlecht gewichten, aber eine ganz schlimme Erkenntnis, dass wir haben ja in dem ersten Untersuchungsausschuss hieß es immer, wir haben ja nicht gewusst, wie schlimm die sind. Die hatten da mal Bomben gebastelt, da waren die verschwunden. Wir wussten ja nicht, was die so Böses tun, es ist schon so lange her. Und da haben wir eben nicht alles vielleicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit betrieben. Und dann gibt es die Selbstenttarnung des NSU, dann gibt es die Erkenntnis, dass es hier um einen schlimmen und einen der spektakulärsten Mordfälle handelt, dass die Ermittlungsbehörden viel Schuld auf sich geladen haben, weil sie jahrelang in die falsche Richtung ermittelt haben. Und dann das großartige Versprechen bis hin zur Bundeskanzlerin, das wird ja ans Ende dieses Films nochmal gestellt, jetzt über die Semja Szymczek und ihre Mutter und ihre Familie, dann jetzt zurückhaltlos mit aller Macht sich an die Seite der Opfer zu stellen und aufzuklären. Und das Schlimme, was wir jetzt bei uns im Ausschuss herausarbeiten, ist, es geht genauso fehlerhaft weiter wie vorher. Es wird genauso selektiv wieder ermittelt, es wird genauso voreilig, werden irgendwelche falschen Schlüsse gezogen oder Spuren ausgeschlossen und das tut richtig, richtig weh. Und da sind wir noch nicht im Bereich der Verjährung. Und ich habe mich gerade vor der Veranstaltung mit Hajo Funke noch unterhalten und gesagt, also die Strafvereitelung im Amt ist auch noch ein netter Straftatbestand. Die würde jedenfalls frühestens dann irgendwann im November 2016 verjähren, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und da kann man ja schon mal doch überlegen, gegen wen man schon mal vorsorglich Strafanzeigen schreiben könnte. So, ja. Vielleicht sammeln wir jetzt mal die da so ein bisschen auf dem Zusammen ja, die sitzen. Können wir abgrasen. Meine Frage geht auch in die Richtung, also mich interessiert halt wirklich die Aufklärung, die Strategie, die dahinter steht und wie man vielleicht auch die ganzen Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse irgendwie die Informationen miteinander verknüpft, verdichtet, da irgendwie ein ganzheitliches Bild hinkriegt, was man vielleicht irgendwann mal auf eine ganze Tafel mit ganzen Verknüpfungen machen könnte und vielleicht auch noch Informationen irgendwo herbekommt, die vielleicht vorher verhindert wurden, dass sie den Institutionen zugeführt werden. Also wie kommt man zu einem ganzheitlichen Bild? Gibt es eine Strategie? Wo führt man das zusammen? Und wer hat da eigentlich einen Blick überall drauf, auf diese ganze Information? Jetzt aber vor allem vor dem Hintergrund, dass der Prozess jetzt zu Ende geführt werden soll. Und jetzt in Brandenburg gibt es einen neuen Untersuchungsausschuss. Der gibt vielleicht auch nochmal Erkenntnisse frei, die dann auch irgendwann in Folgeprozessen, wie kann da die Prognose aussehen? Wir sammeln jetzt.
Sammeln noch zwei Fragen. Ich kann auch ruhig den Namen sagen. Dankeschön. Ich soll den Namen sagen. Michael Becker. Ich möchte gerne nochmal auf die Frage des institutionellen Rassismus eingehen, die angesprochen worden ist, aber meines Erachtens nicht in der Zentralität, die hier in dieser Geschichte zukommt. Ich glaube, also es ist meines Erachtens vollkommen unvorstellbar, dass die Öffentlichkeit so schnell zur Tagesordnung übergegangen wäre und auch den Sicherheitsbehörden damit die Möglichkeit gegeben hätte, zur Tagesordnung überzugehen, wenn es nicht um den Mord an Migranten gegangen wäre. Und das hat was zu tun mit der Frage der Sicherheit und der Reform der Sicherheitsbehörden, die auch angesprochen worden ist. Gefährdet ist ja historisch und gegenwärtig insbesondere die Sicherheit von Migrantinnen und Migranten. Und solange das nicht systematisch einbezogen wird, diese Perspektive, die Perspektive von Migrantinnen und Migranten und die Erfahrungen und die Erlebnisse, die sie mit der Gefährdung ihrer Sicherheit machen, solange wird keine Reform, kein politisches Reformprogramm irgendwelcher Sicherheitsbehörden diesem Zustand gerecht werden. Da kann man über die V-Leute diskutieren und über die Frage der Abschaffung des Verfassungsschutzes oder die Übertragung der Befugnisse an Polizei und Staatsschutz. Aber solange diese Perspektive nicht einbezogen wird, wird man auch der Dimension des NSU nicht gerecht werden. Ja, mein Name ist Tim Schieder, ich bin Rechtsanwalt in Erfurt und Honorarkonsul der Türkei in Thüringen. Der NSU hatte vornehmlich türkische Staatsbürger im Visier. Das ist auch sozusagen der Hauptfokus der Ermittlungen in die Vergangenheit. Mich würde gerne interessieren, sozusagen als eher als Privatmensch oder als Bürger, der teilnimmt an den Debatten. Es gibt ja die Zahl im vergangenen Jahr mit rund 1000 Anschlägen auf Ausländer, Flüchtlingsunterkünfte oder solche, die dazu geplant waren. Da würde mich interessieren, ob Sie einen Zusammenhang sozusagen denkbar halten in der Form. Ich stelle mal einfach die Frage, wie wäre das zum Beispiel die Frage zu stellen, waren da V-Leute an diesen Orten? Das wäre ja zum Beispiel mal sehr interessant. Und sozusagen noch eins, noch aktueller, Bautzen und Klausnitz sind solche Themen. Und ganz zum Schluss auch noch die Kölner Domplatte in der Silvesternacht. Ja? Also sozusagen, wo sind da die Leute oder sind da Leute, die da nichts zu suchen haben, ja, möglicherweise, und weil gerade die Erkenntnis, dass das sozusagen nicht vorbei ist, ja, doch dazu verleiten muss, zu sagen, was findet denn dann weiterhin statt, ja, also die sitzen ja sozusagen nicht alle zu Hause und machen jetzt nichts mehr, ja, sondern sie, irgendwas passiert ja, ja, und das würde mich sehr interessieren, wie da Ihre Einschätzung ist. So, vielleicht ja, muss man mit der ersten Frage an die Führer alles zusammen. Ja, genau, also wie wir Informationen aus Untersuchungsausschüssen und dem Münchner Prozess zusammenführen. Ich denke, da sollte man auch noch fairerweise die vierte Gewalt, die Medien, mit erwähnen, wenn es um die Instanzen geht, die aufklären. Also es ist so, dass wir im Münchner Prozess die Protokolle der Untersuchungsausschusssitzungen also regelmäßig übermittelt bekommen. Und ich war auch persönlich bei circa 60 Sitzungen des Bundestagsausschusses in Thüringen, in Bayern und Sachsen auch das ein oder andere Mal. Aber es ist ja oft so, dass wir im Münchner Prozess sehr eingeschränkt sind mit den Themenkomplexen, die wir behandeln dürfen. Die Themen, die wir behandeln dürfen, sind nämlich durch die Anklageschrift begrenzt. Und wenn nur diese Personen und diese Sachverhalte angeklagt sind, dann haben wir im Prozess keine Möglichkeit, prinzipiell darüber hinauszugehen. Der NSU hat ja auch einen dritten Bombenanschlag durchgeführt in Nürnberg. Das ist erst im Prozess zutage gefördert worden. Überraschenderweise wurde auch dort gegen die Opfer ermittelt, mussten wir dann den Akten entnehmen. Dieses Verfahren wurde eingestellt, weil es dann also das Verfahren also überlasten könnte nach 154 StPO an die Kollegen. Ich habe mal versucht, einen Sachverhalt, der in der Anklageschrift nicht
nicht erwähnt ist, wie so oft im Prozess anzuführen, dann hat wiederum der Vertreter der Bundesanwaltschaft, Herr Dr. Diemer, in einem lauten Tonfall mich angebrüllt und gemeint, in Deutschland gilt immer noch das Recht und was hier verhandelt wird, steht in der Anklage. Also meine Reaktion war, das Recht, Herr Dr. Diemer, gilt auch für die Bundesanwaltschaft und zwar in Form des Legalitätsgrundsatzes, dass Straftaten auch von Rechtsextremisten und auch von V-Leuten verfolgt werden müssen. Es war dann so, dass uns oft, wenn wir Themen im Prozess ansprechen, die die Bundesanwaltschaft nicht im Prozess haben will, wird uns entgegengehalten, dieses Thema gehöre doch in einen Untersuchungsausschuss. Uns werden die Informationen nicht geliefert, die ein Untersuchungsausschuss hat. Und umgekehrt werden Untersuchungsausschüssen die Akten, die Informationen nicht geliefert, die wir haben. Und so hat zum Beispiel vorletztes Jahr der Thüringer Ausschuss eine Zeugenvernehmung durchgeführt. Aber wie ich erfahren musste mit Entsetzen, ich war persönlich dort, wurde dem Ausschuss nicht das entsprechende Aktenmaterial zur Verfügung gestellt. Ich habe dann Nägel mit Köpfen gemacht und habe gemeint, okay, dieses Thema gehört in einen Untersuchungsausschuss. Ich übergebe diese Akten jetzt an Frau Dorothea Marx und den Untersuchungsausschuss. Die Folge war, dass der Generalbundesanwalt ein Strafverfahren gegen mich gefordert hat und den Generalstaatsanwalt Thüringen ersucht hat, gegen mich strafrechtliche Ermittlungen einzuleiten. Soweit ist es dann glücklicherweise nicht gekommen, wegen des öffentlichen Drucks. Aber wir haben tatsächlich mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es wäre also natürlich wünschenswert, dass man es uns und auch den Ausschüssen einfacher machen würde, aber das ist leider Illusion. Also doch Bermuda 3? Ja, aber wir führen mindestens ja die Erkenntnisse trotzdem untereinander zusammen. Wir kommunizieren ja mit der vierten Gewalt immer massiv. Und das ist in der Tat das Problem. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Und wir können natürlich, jetzt unter Juristen ist es klar, wenn ich in einem Strafprozess ein neuer Sachverhalt auftut, dann muss ich entweder ein separates Verfahren dazu nehmen, aber ich kann auch die Anklage erweitern. Ist ja nicht so, dass das gar nicht ginge. Und wir haben natürlich im Untersuchungsausschuss dann bei der Zuarbeit für die Arbeit in München haben wir eine andere Möglichkeit. Wir können nicht selbstständig polizeiliche Ermittlungen nachholen, aber wir zeigen ja immer auf, wo sind Unterlassungen passiert. Also wenn zum Beispiel in Eisenach, kleines Beispiel, in Streckda, dann wird eine Liste erstellt, da gibt es ungefähr 100 Leute, die wohnen da rund um diesen Standort dieses Wohnmobils. Und dann laufen einmal mehrere Polizisten durch Eisenach-Streckda an einem Montag und klingeln. Und da, wo jemand da ist, da wird gefragt. Und da, wo keiner da ist, da kommen zwei Kreuze in die Liste, nicht angetroffen, keine Angaben. Niemand kommt auf die Idee, vielleicht mal wenigstens einen Fragebogen noch hinzuschicken. So, und da können wir sagen, also statistisch gesehen, haben wir hier von 100 Zeugen knapp 50 vernommen. Und ihr könnt euch mal überlegen, ne, vielleicht lohnt der eine oder die andere auch, man hätte wenigstens mal einen Fragebogen hinschicken können. Das machen wir natürlich selber nicht, weil wir wollen ja nicht die Straftat ermitteln. Aber das wäre jetzt so ein Punkt, wo man sagt, da ist noch Klärungsbedarf, könnte man dann anregen, im Strafprozess zu sagen, hier sind ja noch ganz viele potenzielle Zeugen, die sind nie vernommen worden und vernehmt die doch mal. Beziehungsweise wir haben ja auch schon durch unsere Frechheit, dass wir uns Leute geholt haben, die uns jetzt immer sagen, nee, also ihr seid die Ersten, die uns überhaupt befragen. Das ging von der Freiwilligen Feuerwehr, aber die Rettungssanitäter und die Freiwilligen Feuerwehr, die waren bei uns und haben plötzlich, hurra, Überraschung, eine Einladung vom Generalbundesanwalt bekommen, dass sie jetzt dann mal nach annähernd 5 Jahren dann auch mal mit dem Generalbundesanwalt erzählen dürften, was sie eigentlich eine Lage dort in Eisenach vorgefunden haben. Und so versuchen wir uns gegenseitig zu mehr Erfolgen bei der Aufklärung zu verhelfen, aber wir haben eben unterschiedliche Richtungen. Wir zeigen, was haben die Behörden versäumt, was haben die falsch gemacht, was haben die bewusst vielleicht auch unterlassen, und ihr guckt halt nach der strafrechtlichen Verantwortung von Einzelnen. Das dürfen und können wir wiederum nicht. Aber er ist derjenige, aber das darf er jetzt nicht zeigen, er malt wunderbare Skizzen immer. Also Yavuz hat diese Bilder, die man sich wünscht. Also ganz große Bilder mit Pfeilen, ne, die hast du doch immer auf deinem Computer. Da kann man viele Verbindungen erahnen, die viele nicht wahrhaben wollen. Ja, er sollte da medienbewusster werden und genau diese Schaubilder hier präsentieren. Ja. Irgendwann wird er das tun. Das ist ein Versuch, auch eine Antwort. Du hast ein Sammelband gemacht, Andreas Förster, und wir brauchen noch einen neuen, ja? Einen neuen, der sozusagen einen Überblick bietet mit Schaubildern und überhaupt.
Das ist völlig richtig und es ist legitim, das zu erwarten. Und zwar, wo alles zusammengezogen wird, auf bestimmte Fragen hin, sonst kommt man ganz durcheinander und es wären 10.000 Seiten oder 2.000, wie bei dem ersten Untersuchungsausschussbericht hier von Thüringen. Also man muss es mal richtig, nicht? Man muss mal richtig mediengerecht, Andreas, nicht? Du bist da in der Pflicht. So, dann wollte ich noch sagen, Migranten, ich teile das mit dem Rassismus. Der Rassismus, sich mit dem Rassismus auseinanderzusetzen, ist wirklich eine Riesenaufgabe. Wenn Seehofer und Söder anfängt, dann spielt er der AfD das in die Hände und sagt, wenn wir jetzt weniger Kinder kriegen, dann ist unsere Identität gefährdet. Das hat Söder gesagt. Das heißt, es reicht in Teile der nationalistischen Teile, ethnonationalistischen Teile der CDU oder der CSU hinein. Und das ist, also, wenn wir da weiterkämen, aber wir kommen im Moment es ist eher eine Herausforderung der Sonderklasse, jetzt gegenüber diesem AfD-Ressentiments tatsächlich Paroli zu bieten. Von Öffentlichkeit, Kirchen, gerade hier in Thüringen, gerade bei uns in Berlin und anderswo. Also du hast, ich stimme da dem zu. Dann Klausnitz, Domplatte, wir wissen leider nicht, wo die V-Leute sind. Deswegen haben wir sie ja in Thüringen jetzt weitgehend abgeschafft, weil wir das immer nicht wussten. Das ist schön für euch, aber wie sieht es sonst aus? Gleichwohl habe ich nicht das Gefühl, in Klausnitz musste es V-Leute geben, sondern es gab einen AfDler, der war sozusagen der V-Mann der Aggression, der da mitgemacht hat, unter den Brüdern, die da vor allem wichtig waren, und fast ein Pogrom-Stimmung erzeugt haben. Ja? Und analog muss man das versuchen, für die Domplatte rauszukriegen. Ich wollte noch einen Satz, damit ich auch durch mit meinen Ergänzungen. Das ist mit dem Sonderermittler in Amerika in der Tat so. Die deutsche Justiz ist nicht unabhängig genug im Vergleich. Dort kann der Sonderermittler tatsächlich eigene Anklagen erheben. Und Jesse Montag ist nur, also der diesen Bericht über Thomas Richter gemacht hat, diesen Haupt-V-Mann, einen der Haupt-V-Leute des Bundesamts für Verfassungsschutz, der ist eigentlich ein kräftiger Analytiker. Und im Grunde war das Ergebnis, dass man ihm das um die Ohren gehauen hat, gesagt, es wird geschwärzt, Punkt. Und wir haben bis heute nicht das, was er selbst sagt, aber nicht durchsetzen kann, das kann so veröffentlicht werden. Aber da hat wer Angst. Und zwar sowohl Einzelne, es waren 10 oder mehr Landesämter für Verfassungsschutz dabei, die geschwärzt haben. Und das Bundesamt hat geschwärzt. Eine solche Schwärzungsorgie ging noch über die Aktion Konfetti hinaus. Ja, unglaublich. Ja, wir, wenn es so um die Ermittlungen geht, die Unabhängigkeit der Justiz, wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Ich hatte, die Schweiz hat ja einen Generalbundesanwalt, einen Bundesanwalt, der vom Parlament gewählt wird. Es ist nicht so wie bei uns, es ist kein politischer Beamter, der eingesetzt wird und auch entlassen werden kann vom Justizminister, haben wir ja erlebt, sondern das ist ein gewählter Vertreter. Das ist auch erst seit 10 Jahren oder so, die hatten ihre Affären, weil der Bundesanwalt der damalige nicht richtig ermittelt hat und zu sehr politisch verstrickt war und da gab es einen riesen Aufstand und die Konsequenz daraus war, dass man den Bundesanwalt jetzt wählt und der ist nur noch, der wird kontrolliert von einem unabhängigen Gremium. Da sind wohl Abgeordnete drin, aber auch andere Richter sind drin, die also auch unabhängig sind. Er ist dem Parlament rechenschaftspflichtig. Ich meine, es ist natürlich auch nicht das Ideal. Sicherlich ist er auch bestimmten politischen Zwängen unterworfen, aber er ist auf keinen Fall diesen starken Zwängen unterworfen, wie der Generalbundesanwalt bei uns. Und wir haben es ja auch erlebt, wir haben es ja gerade auch erlebt im Fall des NSU im August. Kann mich noch gut daran erinnern, im August, der Druck, der da erhoben wurde auf den Generalbundesanwalt, August 2012, dass doch jetzt endlich eine Anklageschrift, jetzt ist bald ein Jahr rum, jetzt muss die Anklageschrift her und da wurde Gespenst an die Wand gemalt, ja, sonst muss die entlassen werden, die Zschäpe, solange kann die gar nicht sitzen, was totaler Blödsinn ist, also jemand, der des mehrfachen Mordes angeklagt wird, den kann man auch 2-3 Jahre in Untersuchungshaft lassen, bevor eine Anklage da ist. Wichtig wäre gewesen, gerade in dem Fall hier, dass das richtig ausermittelt wurde. Aber es gab natürlich nicht, auch politisch nicht das Interesse, dass man da allzu tief gräbt, weil ich glaube sowieso, dass die politische Führung
einfach zu große Angst hatte, was dann noch zutage tritt. Ja, die haben gesagt, also wenn die da jetzt sind schon so viele V-Leute aufgeflogen und wer weiß, was da noch kommt. Ja, also besser zumachen den Deckel und so. Und da können wir eigentlich nur immer gegen wehren. Und jetzt kriege ich noch 5 Minuten, das sind also noch 50 Fragen, aber schnell. Nee, gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Ich hätte gerne eine Frage und zwar inwieweit... Was? Achso, mein Name ist Hans Piers, ich bin Student der Uni Erfurt. Hallo. Hi. Meine Frage ist, inwieweit gibt es denn mittlerweile befriedigende Antworten über die Todesumstände von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt? Sammeln nochmal vielleicht. Ja, gibt es noch mehr Fragen? Gibt's noch was? Also wenn wir jetzt darauf eingehen, dauert es aber länger als 5 Minuten, aber wir versuchen es mal knapp zu machen. Naja, es ist ja die große Frage gewesen, warum bringen die sich überhaupt vor Angst um, wenn da zwei Streifenpolizisten sich dem Wohnmobil nähern, wo die das ganze Auto voller Waffen haben, auch noch ziemlich viel Geld dabei und die Ringfahndung schon 30 Minuten aufgehoben war. Ich versuche das jetzt wirklich ein paar Fortschritte zu machen und es hat kein richtiges Brandursachen-Ermittlungsgutachten gegeben und man sagt, also die Tatsache, dass die keinen Rauch und keinen Ruß in der Lunge haben, das müsste nicht unbedingt darauf hinweisen, dass sie sich nicht trotzdem gegenseitig haben umbringen können, falls der Brand dazu geführt haben könnte, so ein Wohnmobil ist ja aus Pappe, dass relativ schnell eine Kaminwirkung entstanden ist. Heute aber war gerade wieder ein Zeugen gehabt, der gesagt hat, das hat, als ich da hingekommen bin, da war die Feuerwehr ja schon da, da war alles voller Qualm, da konnte man gar nichts sehen und dann gab es nochmal so einen Plopp und da ist das Dach weggeflogen. Also das wäre dann wieder die umgekehrte Richtung und wir haben einfach auch hier wieder das Problem, dass nicht die Ermittlungsschritte, die eigentlich jetzt dazu da sind, um festzustellen, was ist denn da jetzt genau passiert und konnten die sich gegenseitig umbringen und dann vorher noch einen Brand legen, da muss ja noch einer gelebt haben, ohne dass er diese Spur hat oder ist es dann irgendwie anders gelaufen, da können wir auch am Ende möglicherweise nur sagen, die und die Fragen sind offen und das hätte man noch ermitteln können oder ermitteln müssen und also der Clemens Binninger, der Vorsitzende vom Bundestagsuntersuchungsausschuss, der hat zum Beispiel mal angedeutet in einem Gespräch, dass der Bundestagsuntersuchungsausschuss sich zum Beispiel überlegt, so ein Wohnmobil mal kontrolliert abfackeln zu lassen, um mal zu gucken, was da eigentlich passiert. Aber das ist auch wieder so ein Ermittlungsschritt, den gibt es nicht. Und dann können wir als Ausschuss auch nicht sagen, das war jetzt anders, die sind ermordet worden oder es war so, nee, die haben sich garantiert selber umgebracht, sondern dann können wir nur sagen, wir können es nicht feststellen anhand der erhobenen Daten. Nach dem derzeitigen Stand. So, schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Disziplin. Ich hoffe, es war ganz, ich danke hier auch dem Podium, ich fand es eine sehr interessante Gesprächsrunde und wünsche Ihnen allen einen, wenn ich das mal so sagen darf, im Namen des Hausherrn, ein gutes Nachhausekommen. Auf Wiedersehen. Nee. Er gibt noch was zu essen. Deswegen springen alle auf.